Also nee, heute unterschreibe ich auf keinen Fall. Also erstens weiß ich gar nicht, ob ich noch Zeit habe überhaupt. Zweitens ist mir das ganz schön teuer auch hier im Fitnessstudio. Und drittens müsste ich darüber immer eine Nacht drüber schlafen. Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Heute geht es um ein weiteres wichtiges Thema im Verkauf. Und zwar geht es um die Voreinwandbehandlung. Dazu müssen wir natürlich erstmal erklären, was ist denn überhaupt eine Einwand- und eine Einwandbehandlung. Ja, stell dir mal vor, du sitzt jetzt mit deinem Kunden, besser gesagt mit deinem noch Interessenten, beim Vertragsabschlussgespräch. Ja, das heißt, du hast schon das Angebot gerade präsentiert und du sagst jetzt, hey, willst du Mitglied werden? Welche Abo-Variante möchtest du denn wählen? Und das Mitglied sagt oder der Interessent sagt, ja, ich weiß noch nicht so genau, also ich muss mir das Ganze noch mal überlegen, weil. Ja? Und das, was dann jetzt eben kommt, das ist der Einwand im Verkaufsgespräch. Das kann zum Beispiel sein, ja, weil ich muss noch mal mit meinem Mann drüber reden, weil ich möchte noch unbedingt eine Nacht drüber schlafen, weil ich muss noch schauen, ob ich genug Zeit habe, weil ich muss noch schauen, ob ich mir das leisten kann. Das sind alles Einwände und die behandelt man dann natürlich als Verkäufer, als guter Verkäufer und bringt dazu Gegenargumente. Ja, das ist die Einwandbehandlung. Und eine Voreinwandbehandlung, das ist eben sowas, was man im Beratungsgespräch schon anwenden kann, also schon viel, viel früher im Verkaufsprozess. Das heißt, im Beratungsgespräch schon richtige Fragen stellen, damit man sich bei der Einwandbehandlung leichter tut und deswegen nimmt Voreinwandbehandlung. Ja? Und diese 6 Fragen, die ich mir heute ausgedacht bzw. aus der Praxiserfahrung im Fitnessstudio angeeignet habe, möchte ich dir heute vorstellen, damit du sie auch in deinem Verkaufsprozess mit anwenden kannst. Aber, wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, mach das Ganze auf natürliche Art und Weise und übertreib mit dem Ganzen nicht. Sonst fühlt sich der Kunde eben dabei unwohl, findet dich vielleicht sogar unsympathisch und du bekommst natürlich dann keinen Abschluss. So, und die erste Frage, die wir im Beratungsgespräch schon stellen können, um eben bei der Einwandbehandlung besser dazustehen, ist: Seit wann überlegst du denn schon, wieder ins Fitnessstudio zu kommen? Das ist nämlich meistens ein langer, langer Prozess. Ja, das ist in den seltensten Fällen eine spontane Aktion. Das heißt, hier der Eintritt ins Fitnessstudio geht meistens mit einer langen, langen Zeit vorher voraus, wo die Leute schon überlegt haben. Ja, da hat die Freundin mal wieder was erzählt. Ja, soll ich jetzt doch ins Fitnessstudio gehen? Dann hat wieder einer erzählt, ja, ich habe doch noch nicht erst gekündigt, Drecksladen und so weiter. Das heißt, die spielen so lange mit dem Gedanken, ins Fitnessstudio zu gehen und dann sind sie eben endlich bei dir an diesem Punkt und wollen eben ins Fitnessstudio eintreten. Ja, das kann durchaus Bei manchen ist es bloß ein Jahr, bei manchen ist es ein halbes Jahr bloß, bei manchen sind es auch sogar 5 Jahre. Ja? Und wenn du das schon vorher weißt, dann kannst du später natürlich sagen, wenn der Interessent sagt, ja, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen, ich muss noch überlegen, kannst du sagen, hey, schau mal her, ich habe natürlich Verständnis dafür, dass du da noch mal überlegen musst, aber schau mal, du hast jetzt schon so lange überlegt, ja, schon über ein Jahr hast du jetzt mit dem Gedanken gespielt, ins Fitnessstudio zu kommen, und ich glaube, wenn du jetzt noch länger überlegst, dann habe ich einfach das Gefühl, dass es überhaupt gar nichts mehr wird. Ja? Und das ist zum Beispiel dann ein Einwand, den man dann damit gut behandeln kann, und mit den Informationen, die man hier gesammelt hat, hat man eben bessere Karten. So, die zweite Frage ist eigentlich ganz simpel und einfach, und zwar lautet die: Rauchst du? Vielleicht stellt sich jetzt der Kunde die Frage, okay, warum möchte der das wissen? Vielleicht wegen der Ausdauer oder sowas, aber mir geht es vor allem darum, wenn der Kunde später sagt, ja, das Ganze ist mir zu teuer, sage ich einfach, okay, ich habe natürlich Verständnis dafür, dass es dir zu teuer ist, aber wir machen einfach mal einen kurzen Vergleich. Du hast vorhin gesagt, du rauchst, ne? Wie viel rauchst du pro Tag? Dann sagen wir vielleicht, ja, so 10 Zigaretten, also so eine halbe Schachtel. Dann rechne ich einfach mal kurz vor, okay, das heißt, du rauchst so 15 Schachteln dann im Monat, ja? Ja, bei 30 Tagen mal 5, ja, weil ungefähr eine Schachtel kostet 5 Euro, sind wir bei insgesamt 75 Euro. Ja, und je nachdem, wo jetzt der Mitgliedsbeitrag liegt, ja, wenn du jetzt im Discount-Bereich arbeitest, ist es natürlich bloß ein Drittel davon. Wenn du so im Premium-Bereich arbeitest, kann es ungefähr der Betrag sein. Aber dann kannst du sagen, schau mal, du gibst 75 Euro im Monat dafür aus, nur damit du rauchen kannst und damit du etwas, wovon du es ja selber weißt, dass es ungesund ist, dann nur, dass du das tun kannst. Und jetzt überleg mal, was du jetzt tun kannst mit diesen 75 Euro hier bei uns im Fitnessstudio für deine Gesundheit, für deine Trainingsziele, dann wieder das Trainingsziel betonen. Ja? Und dann sagst du, und das Beste wäre natürlich, wenn du einfach mit dem Rauchen aufhörst, weil dann bist du bei der Rechnung gleich bei 0, ja, und brauchst quasi fürs Fitnessstudio gar nichts zahlen, wenn du aber aufhörst mit Rauchen und hast natürlich dadurch sehr, sehr viele Vorteile. Ja, also das wäre zum Beispiel eine Variante, wie man auf den Einwand zu teuer eingehen könnte, wenn der Kunde eben raucht. Das muss man natürlich immer ein bisschen schauen. Das passt jetzt nicht auf jeden Kunden, da würde ich einfach ein bisschen mit Fingerspitzengefühl arbeiten. Frage Nummer 3, die ich auf jeden Fall immer stellen würde, ist: Wie oft pro Woche möchtest du denn in das Training kommen, zu uns ins Fitnessstudio kommen? Das ist natürlich einmal wichtig, um einen guten Trainingsplan dafür zu schreiben. Das heißt, es ist ja ein Unterschied, ob die jetzt 4 oder 5 Mal kommen oder nur 1, 2 oder 3 Mal kommen wollen. Das müssen wir auf jeden Fall wissen. Aber wenn wir uns eben jetzt eine Antwort geben, ja, so 2, 3 Mal, dann für den Verkauf wieder eine wichtige Frage ist: Kannst du dir die Zeit dann auch wirklich sicher immer nehmen?
Das ist nämlich was ganz Besonderes, weil es kann ja sein, dass sie zweimal kommen wollen, dafür aber gar keine Zeit haben und dann später sagen, ja, also eigentlich wollte ich zweimal kommen, aber ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit dafür und deswegen werde ich jetzt kein Mitglied bei euch. Das heißt, das lieber schon vorher unbedingt abklären, ob sie sich die Zeit wirklich immer sicher nehmen können und dann können sie den Einwand, ja, ich muss noch schauen, ob ich Zeit habe, später eigentlich gar nicht mehr bringen, weil sie es ja vorhin schon bestätigt haben, dass sie sich die Zeit eben immer nehmen können. Hier noch ein kleiner Tipp von mir. Wie auch vor Woche, wenn wir so sagen, so zwei, dreimal, ja, dann würde ich immer vorschlagen, okay, machen wir so, dass es zweimal ist, auf jeden Fall Pflicht, zweimal musst du kommen und der dritte Tag ist so ein Bonustag. Das heißt, wenn du den schaffst, ist gut und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm, weil es gibt nämlich Leute, die denken dann zum Beispiel, ja, montags, ja, okay, ich gehe morgen, Dienstag sagen die, ja, ich gehe auch morgen, oh, jetzt ist schon Mittwoch, jetzt schaffe ich es ja eh nicht mehr, dreimal zu gehen in der Woche, dann gehe ich lieber gar nicht. Ja, und deswegen lieber die Sicherheit oder die Angst davon nehmen, dass man nicht jedes Mal dreimal erfüllen muss und dann lieber zweimal kommt, anstatt gar nicht zum Beispiel. Das ist noch so ein Tipp von mir, den ich euch mitgeben kann. Frage Nummer 4 zur Voreinwandbehandlung lautet, gibt es da noch wen, der dich unterstützt, bei deinem Trainingsvorhaben ins Fitnessstudio zu gehen? Die Frage ist einfach dafür geeignet, um abzuchecken, gibt es da einen Partner, der da eventuell im Hintergrund ist und was hält vor allem der Partner davon, dass die Person jetzt ins Fitnessstudio gehen möchte? Zum Beispiel bei Damen ist es häufig der Fall, dass sie deswegen am ersten Tag nicht unterschreiben, weil sie ihnen sagen, ja, ich muss unbedingt nochmal mit meinem Mann drüber sprechen, habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen zum Beispiel. Und so kannst du eben schon mal herausfinden, ob es da einen gibt und vor allem, was er davon hält. Wenn die Antwort auf diese Frage ist, ja, mein Mann unterstützt mich auf jeden Fall bei meinem Training, dann ist es natürlich schon mal positiv. Und wenn es aber heißt, ja, der unterstützt mich nicht bei dem Training oder es ist dem egal sozusagen, dann kannst du sagen, okay, das ist natürlich nicht so gut, aber du würdest ja das Training oder die Entscheidung, ob du ins Fitnessstudio gehen möchtest, nicht davon abhängig machen, was der Mann sagt, oder? Und dann sagen die meisten Frauen, nein, auf keinen Fall, also ich bin da schon selbstständig genug und so. Und dann hast du natürlich wieder bessere Karten für die Einwandbehandlung. Wenn dir dann sagt, ja, ich muss es noch absprechen, kannst du sagen, ja, schau mal, du hast doch vorhin gesagt, du willst es nicht von dem Mann abhängig machen. Das ist ja deine Entscheidung, es geht ja um deine Gesundheit und nicht die um deines Mannes. Frage Nummer 5 hat auch wieder viele Vorteile, auf die wir gleich eingehen werden. Und zwar ist es, bis wann möchtest du denn dein Trainingsziel erreichen oder bis wann schätzt du denn, dass du es erreichen kannst und wie soll es danach weitergehen? Also möchtest du das Ganze dauerhaft halten? Ja, es gibt ja durchaus Leute, die dann beim Abschlussgespräch sagen, ja, ich möchte das Ganze noch mal ein bisschen ausprobieren oder ja, 12 oder 24 Monate ist mir jetzt persönlich zu lang und dann kannst du selbst dann sagen wieder, ja, schau mal her, du hast ja vorhin gesagt, du möchtest auf jeden Fall Muskulatur aufbauen und einen schönen Körper haben. Ne? Und du hast ja selbst vorhin gesagt, du glaubst, dass du das Trainingsziel erst bis in 3, 4, 5 Monaten erreichen kannst, je nachdem, was er eben gesagt hat. Und es braucht eben einfach eine Zeit, bis du dein Trainingsziel erreicht hast. Und ich würde dir eben auch gleich die 24 Monate empfehlen, weil du möchtest das Ganze ja eben dauerhaft halten. Es bringt ja nichts, wenn du danach wieder aufhörst. Und die 24 Monate sind natürlich auch wieder für dich günstiger. Und was ich hier noch besonders betonen möchte, ist, dass wir immer versuchen müssen, über den Nutzen für den Kunden zu argumentieren, über die Lösung gehen, über das Trainingsziel und nicht jetzt zum Chef rennen, wenn er sagt, ja, 12 Monate sind mir zu lang, nicht zum Chef rennen und sagen, ja, der macht keine 12 Monate, darf ich bitte 6 Monate Abo machen? Das wäre dann der falsche Weg. Ja? Das heißt, man muss immer über die Lösung, über den Nutzen für den Kunden gehen. Denn es ist ja wirklich so, dass man die meisten Trainingsziele nur eben auf längere Sicht erreichen kann und dann natürlich auch noch weiter trainieren muss, um das Ganze eben dauerhaft zu halten. Dann brauchst du ja kein schlechtes Gewissen haben, dem jetzt eine 24-Monats-Mitgliedschaft zu verkaufen, weil für den Kerl ist es einfach das Beste, was passieren kann, wenn er einfach regelmäßig Sport macht. Dadurch hat er einfach so viele Vorteile, dass du da kein schlechtes Gewissen haben musst und dass du da auch wirklich gut im Verkauf sein kannst. Und Frage Nummer 6 ist eine Bedingungsfrage, die du ganz am Ende des Beratungsgesprächs stellen solltest. Und zwar ist es die Frage, wenn ich dir heute eine Möglichkeit aufzeigen kann, wie du erfolgreich Muskulatur innerhalb von 3 Monaten aufbauen kannst, damit du eben beim nächsten Sommerurlaub gut ausschaust, wann möchtest du dann mit dem Training starten? Und da ist natürlich die beste Antwort, die man erhalten kann, sofort. Ja, und wenn du weißt, dass er darauf mit sofort geantwortet hat, dann hast du schon mal sehr, sehr gute Karten für das Abschlussgespräch am Ende. Aber es kann jetzt zum Beispiel auch sein, dass er dann sagt, ja, ich möchte erst in einem Monat starten, weil ich habe jetzt noch so viel zu tun oder sowas. Und das ist eben eine sehr, sehr, sehr wichtige Information für den Abschluss eben. Und da kannst du dir selbst schon mal im Kopf Gedanken machen, wie du das Ganze später lösen möchtest. Kannst du zum Beispiel das Angebot machen, schau mal her, mir ist es wichtig, dass du sofort starten kannst, dass du nicht die Motivation verlierst bis in einem Monat. Dann machen wir es einfach so, ich gebe dir noch diesen einen Monat gratis Training oben drauf und du kannst halt in dieser Zeit schon kostenlos trainieren und versuchst es eben einmal die Woche zu uns ins Fitnessstudio zu schaffen und kannst dann eben in einem Monat richtig loslegen, richtig starten.
Und so, das waren so meine 6 Fragen, die ich immer stelle, eigentlich bei der Voreinwandbehandlung oder während dem Beratungsgespräch. Versuche auf jeden Fall, die auch in deinen Verkaufsprozess mit einzubauen, aber schau, dass das Ganze immer noch natürlich bleibt, dass es auf natürliche Art und Weise rüberkommt und dass du trotzdem Sympathie und Vertrauen zu dem Kunden aufbauen kannst. Und vergesse nicht, dass du dem Kunden wirklich helfen möchtest und du ehrliches Interesse an ihm und seinem Trainingsziel hast. Wenn du noch weitere Fragen hast, die man in der Voreinwandbehandlung stellen könnte, dann schreib es mal hier unten in die Kommentare und schreib mir auch hier unten in die Kommentare, was du in diesem Video konkret gelernt hast. Hier auf der linken von mir aus links, von euch aus rechten Seite, kannst du die ersten 40 Seiten aus meinem Buch kostenlos herunterladen. Dort wirst du auch noch mal einiges über den Verkauf lernen und wie du besser Mitgliedschaften verkaufst, wie du besser wirst als Fitnesstrainer. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, dein Tim Kneitz, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.